dass ihr die Spende in Millfields persönlich entgegennehmt. Ein bisschen Bewegung kann nie schaden. Ja, das stimmt. Gut. Trifft die wohlhabende Bürgerin in Millfields. Gut, dann schauen wir mal. Gehen wir gleich einmal dorthin. Wo ist jetzt Millfields? Da sind wir schon, ja. Und das Questzeichen, gut. Und wir sind schon auf dem Weg. Ja, es läuft ja recht gut jetzt, ne, bei dieser Sitzung. Wir haben genug Geld, wir können tolle Entscheidungen treffen, ja. Und Reaver wird auch noch sein Fett wegbekommen, okay. Oh. Wo sind wir hier? Wo ist die Dame? Ja, hallo, grüß dich. Ich weiß, wo der Dieb ist. Er ist in den Wald geflüchtet. Gnädigste, ich verstehe, dass ihr wiederhaben möchtet, was euch genommen wurde. Aber die Wälder sind zu gefährlich. Es wäre Selbstmord, sich ohne Kampferfahrung oder Ausbildung dort hineinzuwagen. Ich will da nicht hin. Ihr sollt das machen. Stimmt. Und ich sprach gerade von mir. Oh, vergesst es. Ich stehe zu Diensten. Ja, Leute, einen kurzen Schnitt noch. Nun, dann fragen wir mal, was die Dame will. Ach, Majestät, welche Ehre! Wenn nur nicht das Schicksal beschlossen hätte, mich wie eine Närrin dastehen zu lassen. Ich wollte unbedingt etwas zur guten Sache beitragen. Ja? Was hat man von einem unermesslichen Erbe, wenn wir alle auf entsetzliche Weise umkommen müssen? Mhm. Also habe ich für euren Besuch die Statue aus unserer Schatzkammer geholt. Und ein gemeiner Dieb hat sie am helllichten Tage gestohlen. Aha. Ist das zu glauben, Majestät? Der Dieb ist in den Wald geflohen und die Soldaten haben Angst, ihm zu folgen. Warum sind die Ungebildeten nur so abergläubisch? No. Euch sind solche Ängste fremd, oder? Ja, schon. Findet den Schuft, Majestät. Er hat mehr als eine Statue gestohlen. Er nimmt uns die Zukunft unseres Königreichs. Mhm. Gut. Was war das jetzt? Gebt Acht im Wald, Majestät. Die Soldaten mögen zwar abergläubisch sein, aber zweifellos gibt es dort gefährliche Bestien. Ja, freilich. Viel Glück. Ihr schafft das sicher. Gut. Wo müssen wir dahin? Auf geht's. Darauf? Na dann los. Ah, das wird wieder... Silver Pines. Da waren wir noch nicht. Ich nehme an, jetzt kann man Belverine, ja? Da habe ich die schwersten Befürchtungen. Naja, lass mal das auf uns zukommen. Was ist Quest? Wo ist der jetzt hin? Sucht ihr nach der Statue, Majestät? Ja, ja. Folgt dem weißen Balderin. Hoho, gut. Na, lass den Grabungsort jetzt, du Kasperl. Keine Zeit. Wir müssen jetzt dem Belverin folgen. Wo springst du nun mal dumm? Mir schwant Böses. Wo bist denn? Komm zu Papa. Seht ihr den Belverin? Nö, ja. Ach, da ist er. Ja, dann geh weg. Ist ja egal. Ja, wein ein bisschen, du Kasperl. Da bist ja. Hallo. Feigling. Und jetzt. Na, hallo. Also, ihr Monster,
Das ist euer! Oh, tut mir leid. Für einen Augenblick dachte ich, ihr wärt ein Balverin. Jacob. Doch dauernd bei uns einzudringen. Wir verbrennen Silbernitrat in diesen Lampen, um sie abzuhalten. Aha. Das wäre. Ja. Was vor kurzem einmal passierte, konnten wir sie schnell wieder anzünden. Den Verantwortlichen, diesen Connor, haben wir streng bestraft. Aha. Bevor er in den Wald ging, sagte er, es käme noch eine Abrechnung. Ich vermute aber eher, dass die hungrigen Balverine längst mit ihm abgerechnet haben. Das glaube ich auch. Ihr könnt alle rauskommen. Ihr seid sicher. Wer? Wo? Na, kommt's raus? Hallo? Ja, grüß dich. Ja, grüß Gott. Und wir müssen jetzt da langlaufen. Dann machen wir das doch. Da ist er ja. Unser kleiner Jumper. Der weiße Balverin Albino, hä? Huh? Mhm. Wo müssen wir jetzt dahin? Da lang? Mitten in den düsteren Wald. Ja. So. Aha. Ja, da sitzt der wer. Was bist denn du? Majestät, ich habe euch schon erwartet. Wart ihr im Dorf unterwegs? Reizend. Voller warmherziger, wundervoller Leute, die ihr letztes Hemd geben und euch für einen geringfügigen Fehler zum Tode verurteilen. Jeder kann beim Wacherhalten einschlafen. Ist es gerecht, ihn dafür in den Wald zu verbannen? Aber genug davon. Ihr seid wegen der Statue hier. Ja. Beeindruckend. Sie hat sich bislang so verhalten, wie es prophezeit. Ich brauche sie nicht mehr. Seltsam, wie sich die Dinge ändern. Ja? Wenn ihr sie diesem Besserwisser in Millfields zurückbringen wollt, bekommt ihr sie. Fast umsonst. Aha. Ich bitte euch nur um einen kleinen Gefallen. Vernichtet die Silbernitratlaternen. Das geschieht dem Dorf nur recht. Ihr habt die Wahl. Ganz einfach. Wie einfach? Wenn ihr ablehnt, töten euch meine Brüder. Ihr Dorf verteidigen auf jeden Fall, gell? Komm nur. Tja, dann habe ich leider vergeblich auf euch gezählt. So. Aber eure Entscheidung rettet das Dorf nicht. Jetzt führe ich diese Horde voller Kraftmangel mit meinem Verstand an. Wir kümmern uns schon um diese Laternen, auch wenn wir dabei ein paar der Schwächeren verlieren. In der Zwischenzeit töten wir euch, um schon mal ein bisschen Blut fließen zu lassen. Hahaha. Ha, ha. Du bist ja auch so ein Dingsi. Und? Komm. Das werden wir ja sehen, was du machst da. Du Böser. Komm, lauf, lauf, lauf. Und schnell, komm. Das wäre doch gelacht. Wir sind der Held. Ja. Ja, versteckt euch, Kinder. Auf geht's. Und? Wo? Was jetzt? Da ist er ja. Ihr seid stärker, als ich gedacht hätte, Majestät. Aber nicht stark genug. Seht eurem Tod ins Auge. Oh. Aha. Ja.
Ja, schau, schau. Und mitten auf die Kapuze. Also, armer Teufel. Ja. Oh, vielen Dank. Ihr habt uns vor dem sicheren Untergang bewahrt. Wir stehen in eurer Schuld. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr es wünscht. Connor trug das hier. Sieht aus wie ein Balverin. Wenn ihr wollt, gehört es euch. Ja, klar. Gut. Wieder mal ein Dorf gerettet, Leute. Ja, also der Applaus hält sich ein bisschen in Grenzen, kommt mir vor. Ja, genau, das stimmt. Es steht noch eine Menge Arbeit beim Wiederaufbau der Gemeinde bevor. Es gibt viel zu tun. Das stimmt auch. Wo bekomme ich die? Gut, zurück und wir bringen die Statue. Okay. Ich glaube, wir sind mit dem Laufen ein bisschen schneller als mit der schnellen Reise. Und ruckzuck sind wir schon zu Hause. Oder? Egal, das dauert gleich lang, glaube ich. Ja, also so einen großen Applaus haben wir da jetzt nicht gekriegt, gell? Aber was soll's. Wir machen das ja selbstlos. Na, wie lange dauert denn das? Ja, da laufst du hin, genau. Ist aber irgendwie schön der Wald da, ne? Silver Pines. Und schon sind wir zurück, oder? Ja. Gleich da vorne. Komm, 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 komm. Ja. Ah, das wäre doch schneller gewesen mit der schnellen Reise, aber egal. Ja, ja, diese weißen Belverinnen, ne? Die haben es in sich. Aber auch irgendwie traurig, ja. Die wollen doch auch nur überleben und pipapo, die sind ja nicht böse, sind ja nur Tiere und so. Ja. Aber was soll's. Wo ist jetzt die Dame? Da steht sie noch. Ja. Ihr seid zurück. Habt ihr den Dieb erwischt? Habt ihr die Statue? Ja. Natürlich hat er das. Er ist der König und unfehlbar. Wenn ihr mir die Statue reichen wollt, Majestät, ich werde sie schätzen lassen. Okay. Gut. Ihr habt sie gefunden. Oh. Mir kommen die Tränen. Okay. Entschuldigt mich, Majestät. Ihr sollt mich so nicht sehen. Ja. Und bitte, verwendet sie weise. Ja, natürlich. Edelleute, die sind immer so melodramatisch, aber dieses kleine Ding ist genauso wertvoll.